Kollegen, da ist er wieder. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast gut geschlafen oder wie auch immer. Und ihr habt viel Spaß mit den anderen Folgen gehabt. Heute habe ich schon mal gedacht, habe ich ja auch in den anderen Videos schon gesagt. Gehen wir mal ein bisschen in die Landwirtschaft auch wieder rein. Ich habe mir eine neue Karte rausgesucht, die glaube ich heute auch oder die Tage auf jeden Fall im Mod hab, war. Die Neufenner Tal. Ich dachte, das ist so eine kleine schnuckelige Singleplayer-Karte, wo man auch was machen können. Hab das jetzt auf Mittel, also auf Normal gestellt. Ja. Und ich würde sagen, wir gucken uns heute ein klein bisschen um. Also, ich habe jetzt schon mal hier die paar Felder geholt, deswegen ist auch nicht mehr viel auf dem Konto. Ich denke aber, das reicht für uns. Wir haben hier ein, zwei Felder, die können schon abgeerntet werden. Da ist auch das Schneidwerk, was ich gesucht habe. Ich würde sagen, wir schnackeln heute gar nicht lang rum herum. Ist alles. Also die sind von mir nicht gefahren. Das ist halt wirklich so auf der Karte. Das Auto da kommt bestimmt später noch weg. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal drauf. Und zwar war hier ein, zwei waren fertig auf jeden Fall. Ja, den hatte ich hier hingestellt. Das ist hier unten vom Weinbau. Da werden wir uns auch mal mit befassen. Genau, die 4 und die 1. Das gucken wir mal gerade, was das war. Die 4 und die 1. Die 4 war Raps. Und die 1 sieht nach Hafer aus. Ja, gut, dann. Also wir haben jetzt hier erstmal die kleinen Trecker. Vielleicht werden wir irgendwann mal noch die Trecker tauschen. Wir gucken einfach mal. So. Steigen wir hier unseren Fendt ein, den wir hier stehen haben. Vielleicht können wir uns irgendwann mal noch einen größeren leisten. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Hier sind nämlich jetzt kleine, glaube ich. Da steht noch ein Johnny, den. Ja. Ich bin ja kein John Deere-Freund, ne? Also. Das wissen wir alle. So, da haben wir das Nadi. So. Komm mal hier raus. Ja. Ich wollte es auch mal gerade. Ah, das sind die Standard-Trecker. Wir haben hier einen. Ja. 314 Hammer. Also einen kleinen. Vielleicht, dass wir uns irgendwann noch einen mittleren holen werden. Der auch ein bisschen was ziehen kann. Weil es halt auch lustig auf der Karte. Wir haben hier den kleinen Trecker. Aber dann schon einen großen Ideal hier stehen. Also. Ja, gut, ich beschwere mich nicht. Ne? Also. Er ist nicht froh, wenn er den Ideal hier stehen hat. Sieht zwar jetzt nicht sehr besonders aus. Also hier müssen wir auf jeden Fall Ertragsbuße einbringen. So, den lassen wir hier stehen. Dann halten wir auch noch die Leuchte da oben an. So. Dann laufen wir gerade zurück zu unserem Hof. Kommen wir hier rum? Ne, natürlich nicht. Oh, da steht noch was in der Luft. Also es könnte sein, dass hier nochmal irgendwann ein Safe Game neu gemacht wird. Wir werden es einfach mal schauen. Also ein, zwei kleine Fehler schon drin sind, aber ich bin diesmal optimistisch. Oh, jammern stehen. Schaden 50%. Ja, toll. Kriegen wir sowas hier hingestellt. Naja, passt schon. Ich denke mal, das Schöne ist, hier können wir uns auch später schön ausbauen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Hier hinten haben wir noch, können wir noch was einlagern oder so. Wir werden uns die Karte nach und nach anschauen. Ich glaube, das da habe ich mich noch gar nicht gekauft, da das ein Part. Und jetzt, gut, kommt gerade keiner. Und wenn nicht, müssen sie warten. Ja, hier genau einen Baum habe ich ja sehr toll geparkt. Aber es passt. So, ziehen wir den gerade ein Stück vor. Ja, hör auf zu hupen. Diese Sonntagsfahrer hier. So. Du kannst jetzt warten. Gucken wir gerade nochmal, was haben wir hier? Hafer. Ich würde aber jetzt erst. So, gehen wir mal hier rein. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Schmartauslage. Machen wir aus. Und dann
Machen wir an den Hobel. Wir fahren direkt los. Heute mal ein bisschen direkt Action hier. Weil wir haben noch einen Kredit, den wir abbezahlen müssen. Also der ist uns diesmal nicht geschenkt worden. Den Kredit müssen wir abzahlen. Dann wollte ich noch gucken, dass wir ein paar Hühner kriegen. Die Hühner müssen ja auch. Also es steht zwar was Futter da. Müssen wir dann einfach mal schauen, wie wir das machen. Seit 20 Minuten, wie immer, habe ich das erstmal so eingestellt. Ich will auch diesmal schauen, dass wir es so einhalten. Aber ging bis jetzt in letzter Zeit eigentlich sehr gut. Dann, wie gesagt, es kommt jetzt einmal hier die Folge und natürlich auch wieder in der Forstwirtschaft. Ich weiß gar nicht, was wir da zuletzt gemacht haben. Stimmt, wir waren mit den Zahnstochern dran. Dass wir da mal endlich was wegbringen. Oh. Und ich denke mal, die Tage Mittwoch und Donnerstag werden demnächst auch noch besetzt. So, dass halt die ganze Woche irgendwie ein Video da ist für euch. Klar, Planet Coaster und also, was ich jetzt Mittwoch und Donnerstag mache, weiß ich noch nicht. Ich werde mir da noch was einfallen lassen. Hab so ein, zwei Sachen im Kopf. Ja klar, Pokémon Let's Play, ja. Ich bin aber auch überlegen, dass ich Mittwochs und Donnerstag morgens sage, okay, das werden jetzt so zwei Streamtage, weil ich ja auch vorhab, Hogwarts Legacy zu machen. Klar, ich will überlegen. Oder ich mach's halt auch, streame das einmal in der Woche und mache euch aber dann trotzdem hier ein schönes Let's Play darüber. Weil ich will schon mit euch zusammen erleben. Klar, warum auch nicht, ne? So. Reicht ein Vorgewende. Ja, denke. Eins dürfte reichen. Fahren wir hier mal ein bisschen hoch und runter. Und ja, wie gesagt, Hogwarts Legacy kommt halt im Februar raus, am 10. Ich denke mal, bis dahin können wir uns auch den Slot irgendwie noch ein bisschen anderweitig holen. Und oder ich sag, ich mache 3-3, also drei Folgen vom Landwirtschaftssimulator, drei Folgen vom Planet Coaster. Wo aber dann von Planet Coaster auf jeden Fall eine Folge Parktouren sein werden, auf PC und auf Konsole. Das wäre jetzt doch so eine Idee, die ich hätte. Wenn wir einfach mal schauen, wie wir das machen. Kriegen wir auf jeden Fall gemacht. Auf jeden Fall will ich euch dieses Jahr ein bisschen mehr bieten. Nicht so wie letztes Jahr, dass ein paar Videos kamen und dann mal wieder gar nichts zur Zeit lang. Das will ich dieses Jahr auf jeden Fall vermeiden. Ne? Obacht. Ja, und weiter geht er. Ja. Ich denke mal, die Größe, die wir jetzt auch haben an Mähdrescher reicht. Da brauchen wir jetzt nicht hier so ein Riesendinge. Vielleicht fahren wir den auch erstmal auch wieder was länger. Einzigste, was wir auf dem Hof kommt, ist entweder ein Waschplatz oder sonstiges. Also Platz haben wir dafür. Habe ich mich eben schon geschaut. Weil das geht gar nicht. Ich glaube, so machen wir das auch. Dass wir sagen, drei Folgen hiervon, drei Folgen davon. Ich denke mal, das ist gar keine schlechte Idee. Mache ich jetzt hiervon zwei und von dem anderen eine. Oder andersrum. Wir werden es mal schauen. Spaß macht es mir. Es gefällt mir auch, wie ihr euch die Videos anschaut. Also sehr gerne. Immer Daumen nach oben da lassen, auf jeden Fall. Und auch, wenn ihr noch keine Abos hier habt oder so, gerne. Schließt es ab, es kostet euch nichts. Aber ich denke mal, das wisst ihr mittlerweile. Auch von anderen YouTubern. Es kostet euch halt keinen Cent. Die Abos sind völlig kostenlos. Das würde mich natürlich auch freuen. Und desto mehr wir haben, desto mehr können wir auch machen. Vielleicht schaffen wir ja dieses Jahr auch die 500. Wer weiß. So, seht ihr, zack, bumm, haben wir das Feld schon fertig.
So, machen wir das so, dass wir den gerade hier abstellen. Und ausnahmsweise mal gerade durchswitchen. Nochmal hier den kommenden John Deere. Ich glaube, den werde ich aber auch durch einen größeren Fendt ersetzen. Ein Vario-Getriebe. Ja, so denke ich, werde ich das auch tun. Oder ein neuerer Johnny. Ja, wir gucken einfach mal. Was wäre euch lieber? Schreibt es mir in die Kommentare, was euch lieber wäre: ein John Deere oder der Fendt. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Dementsprechend werden wir dann tauschen. Ja, das war alles von dem Feld. Wow. Direkt abladen. Wo will ich denn hin? Also echt. Hier war hier immer noch Platz für einen kleinen Waschplatz. Den werden wir uns jetzt auch gleich gerade kaufen. Wenn der es hier ablädt, gucken wir mal gerade schnell. Also teuer ist er ja nicht. Wo haben wir es denn? Das müsste unter Tools müsste er sein. Der Dirtinator brauchen wir nicht. Die Frage, nehmen wir den und dann nehmen wir den. Ich würde sagen, anfangs dürfte der hier auch reichen. Den kann man nämlich dann schön hier an der Seite platzieren. So, dann passt das. Jetzt muss er natürlich mit dem gleich noch da auf das Feld. Ich glaube, es war das auch was reif war, ne? Ich hasse dieses Geschalte. So. Machen wir den gerade zu. Und holen uns gerade den Fendt hier rum. Gucken. Das sieht gut aus. Zack. Und diesmal und den erst aus, fahren mit dem wieder vor. So, haben wir schon gleich zwei Felder abgeerntet, haben ein bisschen was im Pötto. Ja, das passt. Nein, braucht auf jeden Fall ein bisschen stärker und Drecker. Das sehe ich ein. Huch, da ist ein Auto gefloppt. Jetzt fahren wir ein bisschen weiter raus. So. Palla. Gerade raus. So. Dann gehen wir das alles schön hin und geschmeidig. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was wir für den Johnny da kriegen, bevor wir jetzt hier das Feld dann auch machen werden. Oder ich mache das nachher in der Aufnahme anders. Ich guck mal, weil das auch erntehaftes Raps.
So, ich würde sagen, abkoppeln, gucken, wie wir da zum Händler kommen. Ist natürlich gespeichert, sehr toll. Rechts runter, dann links und dann geht die Brücke. Okay, ich sage, das machen wir in der Folge noch. Ja, du kannst warten. So, hier auf jeden Fall mal ein neueres Modell holen, da vielleicht einen stärkeren. Ich denke mal so ein oder wir holen, tun beide weg und holen uns einen mittelgroßen Schlepper. Was vielleicht gar nicht mal verkehrt wäre. Und das Auto wollte ich verkaufen. Ja, mit dem sind wir jetzt lange unterwegs. Weil ich denke mal, das wäre nicht verkehrt. Ich würde sagen, wir bleiben hier beim John Deere erstmal. Das ist extra für euch. Und gucken dann mal noch, wie gesagt, weil wer Fendt fährt, führt, oder wie war das? John Deere ja auch sehr schön, aber irgendwie nicht meins. Ich weiß nicht warum. Eigentlich ist der Fendt schon hier dominant. Weil wir haben den kleinen Fendt jetzt hier hinten bei den Reben. Wir haben den kleinen Fendt auf dem Hof. So theoretisch führt er wortwörtlich. Und so ist die Karte ganz schön, finde ich. Also man kann nicht meckern. Schöne kleine Karte. Einiges zu bieten. Hier abgeben. Das habe ich schon noch nicht nachgeschaut. Ja, hier anscheinend schon mal nicht. Mal gerade gucken. Es gab nämlich zwei Fahrzeughändler. Ah, da hinten, alles klar. Hier steht unser kleiner Fendt. Deswegen. Ist das hier überhaupt Händler? Nee. Hä? Ja, die Händlersuche geht los. Hoppala. Da ist es. Gummiger Trigger. So. Gucken wir mal. 74.000. Wir haben 346. Ja, würde ich sagen. Verkaufen wir den mal. Hier haben wir noch gerade reingucken. Weil wir haben zwar noch einen. Und Trecker hat er jetzt nichts zu bieten. Nee. Nur ein Glas Tourion. Und gehen wir mal auf die Mitteltrecker. Auf den Modträger. Was wir hier so haben. Wir haben das Kubota-Pack, klar. Wir haben die Case, wir haben Klaas, wir haben Deutz. Wir haben natürlich Fendt, klar. Wir haben die Johnnies. Ich hätte jetzt zur Not gesagt, okay. 6R. Ist auch schon die größere, ne? Holen uns jetzt erstmal einen Sechser. Ausnahmsweise. Und dann steht die große Motorisierung. Michelin. Aufpassen wir auf unser Geld achten. Einen breiten Reifen drauf. Und umleuchten haben wir jetzt hier oben diese kleinen Mini-Blitzer, glaube ich. Ne? Dann leuchte ich Standard.
Ja, so, die Zeit ist auch vorbei. Ich würde sagen, holen uns die hier. Warntafeln, klar. Und GPS bringt uns hier auf der Konsole leider nichts. Dachluke, Dachfenster. Aber wir lassen eine Luke. Frontladerbau. Haben wir den kleinen Fan für. Gib mir eine Flasche nach. Ja. Da fängt es an zu regnen. Oh, da gibt es hier noch. Wer ja bestimmt auch gut aussehen würde, wäre so. Nein. Okay, ich habe nichts gesagt. Das passt vielleicht auch. Ich würde sagen, wir holen uns den so in Schwarz. Gucken wir mal das. Weiß. Alles in Felgenfarben. Okay. Was da was? Somit lasse ich mich leben. So, dann haben wir für den 249.000. So, dann passt das. Wir haben einen neuen Trecker. Den haben wir uns jetzt auch gerade gegönnt. Wo ich auch sagen würde, okay, der passt. Soll ich nur was schauen? Ja. Dann muss ich auch die Türen nämlich schön aufmachen. So. Und dann passt das. Alles klar, ihr Lieben. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich Tschüssikowski, bis Baldinski.